Wir sind hier in der Lindenkirche, die gibt es seit 60 Jahren. Das ist eine Kirche der evangelisch-methodistischen Kirche. Ich bin hier der ehrenamtliche Leiter des Lindencafés, des Spiel-, Bastel- und Mal-Refs für Kinder aus der Nachbarschaft und hauptsächlich Kinder von Familien, von Geflüchteten aus der Unterkunft. Wir haben eigentlich drei Schwerpunkte. Syrien und Afghanistan sind die beiden ersten. Das ist meistens mit einer... Die sind meistens anderthalb oder zwei Jahre schon hier, nicht alle, aber viele. Mit der größten Welle von Flüchtlingen, die hier angekommen ist, sind sie hergekommen. Das heißt, sie sind auch schon anderthalb bis zwei Jahre hier in der Schule, sprechen meistens sehr gut Deutsch und verständigen sich auch untereinander auf Deutsch. Und die dritte größere Gruppe kommt aus verschiedenen Balkanländern. Da haben wir allerdings eine große Fluktuation, weil auch Familien wieder zurückgehen. Das sind eigentlich die drei großen Gruppen. Und dann, wie gesagt, einzelne Kinder, die aus der Nachbarschaft auch kommen. Im Moment passiert hier einerseits das, was jede Woche um 15 bis 17 Uhr passiert, nämlich, dass wir die Pforten öffnen und Kinder hierher kommen zum Spielen. Andererseits ist heute ein besonderer Tag, weil wir ein Grillfest haben und nicht nur die Kinder, sondern auch die Erwachsenen, also auch die Eltern eingeladen sind. Wir haben jetzt etliche unserer Mitarbeiterinnen, sind wir insgesamt 14, die Salate gemacht haben. Es ist Kuchen gebacken worden, es sind Dinge eingekauft worden wie Fleisch. Kein Schweinefleisch, weil auch Kinder aus muslimischen Familien hier sind. Kaffee und Tee und Kakao ist schon da. Selbstgebackene Blätterteigtaschen. Und all das muss vorbereitet werden. Und wir müssen auch die Stühle und Tische so hinstellen, dass alle wirklich auch Platz haben und sich wohlfühlen nachher. Und wir versuchen das auch zu trennen, dass wir hier vorne dann essen und reden können. Und dort hinten die Kinder ein bisschen sich austoben und vor allen Dingen auch in Ruhe spielen können. Wir machen das jetzt seit 4 Jahren. Regelmäßig jede Woche, außer dass wir mal vielleicht 3 bis 4 Wochen in den Sommerferien Pause haben. Und es ist so, dass wir etliche Kinder haben, die zum Stammpublikum gehören, das heißt oft hierher kommen. Und die lernen sich hier untereinander kennen, auch über die Nationengrenzen der Herkunft hinweg. Es kommen auch regelmäßig 4 bis 6 Kinder aus der Nachbarschaft, sodass auch da Kontakte entstehen über diese Flüchtlingsauskunft hinaus. Das Wichtige ist, dass diese Menschen, dass diese Kinder außerhalb von Schule, außerhalb des Offiziellen, was sie müssen, aus ihrer Unterkunft rauskommen. Raus in den Stadtteil, selbstständig Wege gehen, selbstständig Kontakte knüpfen und einfach mal für 2 Stunden auch abschalten und nichts leisten müssen, sondern einfach miteinander Freude haben. Es würde auch nicht so viel Spaß machen oder nicht so fruchtbar sein, wenn wir nicht in dem sehr gut funktionierenden Netzwerk wir in Reinickendorf zusammenarbeiten würden mit vielen anderen ehrenamtlichen Initiativen, auch mit dem Oliver Rawitsch, der Integrationsbeauftragte hier im Bezirk ist. Da gibt es einen intensiven Austausch, wo einfach Ideen, Anregungen ausgetauscht werden, aber auch ganz konkrete Hilfestellungen, dass man sich mal gegenseitig hilft, wenn ein größeres Ereignis ist. Und diese Zusammenarbeit macht Spaß. Die läuft, obwohl ja die meisten Leute das, wie das ja schon heißt, ehrenamtlich machen, läuft sehr, sehr gut, sehr professionell ab. Ansonsten nutzen wir den Raum hinter uns, das ist der Gemeindesaal, wo wir auch Versammlungen und so weiter haben. Da wird gebastelt, wird gemalt, wird gespielt. Gerade die Bastelangebote werden sehr gerne angenommen. Und normalerweise haben wir da drin auch Kleinigkeiten zu essen an jedem Dienstag und was zu trinken, sodass die ersten 20 Minuten mit Essen und Trinken vergehen und danach beginnen wir erst zu spielen. Das ist der eine Bereich und der andere Bereich ist unten im Keller. Da gibt es Tischtennisplatten und 2 Kicker. 2 Tischfußballtische, die werden gerne angenommen und wir machen viele besondere Ereignisse, dass wir eine Adventsfeier machen, dass wir Faschingsfeier machen, dass wir Laternen basteln und danach mit Laternen laufen in der entsprechenden Jahreszeit. Die Sachen werden deutlich mehr angenommen und insgesamt, denke ich, haben wir so einen Stamm von 70, 80 Kindern, aber die kommen nicht jede Woche. Sie können freiwillig hierher kommen, wenn sie Lust und Zeit haben. Etwa die Hälfte von denen, die hier helfen und hier dabei sind, ganz aktiv jede Woche, haben irgendwas mit unserer Kirche zu tun. Also sind in unserer Gemeinde oder im Umfeld oder in einer Nachbargemeinde unserer evangelisch-methodistischen Kirche. Die anderen sind aber einfach über private Kontakte dazu gekommen. Wir haben zum Beispiel auch jemanden gehabt, der gesagt hat, meine Kinder kommen hier immer her, was kann ich denn mal machen? Ich will jetzt nicht irgendwie in die christliche Kirche eintreten, weil ich bin ja Muslim. Und er hat gesagt, ja, wir machen 4-mal im Jahr draußen in den Außenanlagen irgendwelche Arbeiten oder im Garten. Oh ja, da bin ich gern dabei. Und da ist er hier 2-mal mit dabei gewesen. Und viele von der Gemeinde, gerade Ältere, haben sich dann sehr gewundert. Ah, der ist doch Muslim, warum macht er das? Ich sagte, ja, weil wir das für die Kinder anbieten. Und er hat gesagt, dann ist es auch nur richtig und fühle ich mich gut dabei, wenn ich auch mal was helfen kann.
Ich denke, dass es was gut tut. Es macht Spaß, in diesem Team zu arbeiten. Es ist eine gewachsene Zusammenarbeit. Ist einfach, dass man spürt, dass es keine Sache ist, die mal eben 3 Monate dauert, sondern dass es ein kontinuierliches Engagement ist, wo man auch Früchte sieht, wo man merkt, dass Kinder oder Familien dabei wachsen und zum Teil auch in diese Gesellschaft hineinwachsen. Und wenn man da eben ein klein bisschen Brückenbauer sein kann, das ist für viele sehr schön und sehr befriedigend. Wir haben auch die Äußerung schon gehabt, wie gesagt, manche sind näher, manche sind ein bisschen weiter weg von Kirche, aber eine Mitarbeiterin sagte, sie hat über viele, viele Jahre nichts mehr mit Kirche zu tun gehabt und jetzt hat sie das Gefühl, das müsste es eigentlich sein, was Christsein ausmacht. Einfach Menschen zu helfen, die diese Hilfe auch brauchen. Und diese Hilfe ist nicht immer nur Nothilfe, sondern manchmal ist es auch die Hilfe zum Abschalten, zum mal fröhlich sein und etwas Schönes zusammen zu tun.